Die vier großen muslimischen Verbände in Deutschland haben zu einem Aktionstag gegen Rassismus und Extremismus aufgerufen. Diese Woche nach dem Freitagsgebet soll es vor Moscheen Mahnwachen und Kundgebungen geben. Anlass ist die Gewalt fanatischer Islamisten, etwa im Irak oder in Syrien, aber auch Angriffe gegen Muslime in Deutschland. Ein Monat ist vergangen, seit der noch unfertige Anbau der Mevlana-Moschee in Berlin-Kreuzberg in Flammen stand. Auf allen drei Etagen wurden Spuren von Brandbeschleuniger nachgewiesen, mutmaßlich ein Anschlag, die Ermittlungen laufen. Also wir sehen seit 2,5 Jahren ungefähr einen sehr rasanten Anstieg um fast 50% bei Moscheeübergriffen. Und in den letzten Monaten hat sich die Qualität auch noch mal verschlimmert. Bilder von Terrorgruppen wie dem Islamischen Staat, die im Namen ihrer Religion morden, gelten als möglicher Grund für islamfeindliche Tendenzen und auch für mangelnde Solidarität. Berlins Innensenator hatte erst 2 Wochen nach dem Anschlag die betroffene Moscheegemeinde besucht. Für die Vertreter der Muslime in Deutschland eine Enttäuschung. Um es auf den Punkt zu bringen, meine Damen und Herren, ich bin ein Jude, wenn Synagogen angegriffen werden. Ich bin ein Christ, wenn Christen beispielsweise in Irak verfolgt werden. Und ich bin ein Muslim, wenn Brandsätze auf ihre Gotteshäuser geworfen werden. Um mehr Gemeinsinn zu erreichen, wurde für den 19. September ein Aktionstag ins Leben gerufen, unter dem Motto: Muslime stehen auf gegen Hass und Unrecht.